Ihr habt mich ja jetzt des Öfteren gefragt, wie unser Babyzimmer aussieht. Und heute ist es soweit. Heute möchte ich euch endlich das komplett fertige Babyzimmer zeigen. Und vor allem das Herzstück, unsere selbstgemachte Wickelkommode. Also ganz viel Spaß. Da ist sie, das gute Stück, unsere Wickelkommode. Ich bin ja immer so ein bisschen ungeduldig, aber da hat es sich auf jeden Fall gelohnt zu warten, weil ich bin jetzt so verliebt und das Endergebnis ist einfach wunderschön und total individuell. Ja, es ist kein Massenprodukt, wir haben das selber gemacht und das fühlt sich irgendwie nochmal toller an. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you. I leave it all over you. Ooh, you. Ooh, I leave it all. Ich bin schockverliebt in diese Kommode. Ich habe sie auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Da sah sie noch komplett anders aus, in dunkelbraun und ohne Wickelaufsatz. Und dann haben wir sie komplett abgeschliffen, mit einem kinderfreundlichen Farblack angemalt, dann wieder einzeln an den Stellen bearbeitet mit einem Schleifpapier und hinterher noch mit einer Lasur so fein eingearbeitet, dass das dann quasi in diesem Vintage-Stil ist. Ist super schön, pflegeleicht, kann man drüber wischen und fertig. Den Wickelaufsatz komplett, so wie ihr das jetzt hier seht, hat der Schwiegerpapa gemacht, selber gebaut, also mega. Man kann das jetzt einfach nur so drauf schieben und hinterher, wenn die Kleine groß genug ist und wir das nicht mehr brauchen, dann machen wir das einfach runter und nutzen die Kommode so. Dann kommen wir jetzt zu den ganzen Utensilien. Die Wickelunterlage ist extra so gewählt, dass ich hier noch so ein bisschen Platz habe an der Seite. Deswegen füllt die nicht den kompletten Raum aus. Und hier habe ich so ein Set mir besorgt. Das ist alles von Babies Only und das fand ich super niedlich und auch von den Farben so schön frisch. Und hier in dem Körbchen habe ich dann einmal die frischen Bodies, alle in einer ganz kleinen Größe, 50. Und dass ich dann halt direkt dran komme, wenn ich wickel. Und dort habe ich Wickelauflagen, die man dann wieder wegwerfen kann. So einmal Wickelauflagen, Pampers und so ein bisschen Pflegeprodukte. Und dann, weil die kleinen Mäuschen die Temperatur ja noch nicht regeln können, habe ich hier einen Heizlüfter. Viele benutzen ja auch einen Heizstrahler. Also uns speziell wurde jetzt empfohlen, dass ein Heizlüfter besser ist, weil die einfach, das beruhigt die Babys, auch wenn die Babys geföhnt werden. Das finden sie total schön und angenehm. Und der ist mobil, den können wir überall mit hinnehmen. Das meinte meine Hebamme, ist halt auch wichtig, falls man mal woanders wickelt oder irgendwie an anderer Stelle ist. Ob der da jetzt tatsächlich so bleibt oder noch ein bisschen erhöhter an der Wand, das weiß ich noch nicht. Müssen wir ausprobieren. Hier haben wir passend zur Wand ein kleines, niedliches Wolkenmobile. Ja, jetzt muss die Kleine nur noch kommen und dann wird die hier gewickelt. Oh, bin ein bisschen aufgeregt. Hier drin haben wir natürlich noch ein bisschen Stauraum. Ja, da habe ich dann auch noch ein paar größere Bodies und Schlafanzüge und noch ein Handtuch, zwei Stück Waschlappen und noch wieder Wickelauflagen, einmal Wickelauflagen zum Wechseln. Da unten gibt es da noch Feuchttücher, auf der anderen Seite auch nochmal Feuchttücher. Genau. Hier haben wir einfach noch ein IKEA-Regal besorgt, ein weißes und passend dazu farblich wieder und mit den Wölkchen, alles super abgestimmt hier, oder? Auch ewig gesucht im Netz. In so Kisten. Und in den Kisten habe ich dann auch noch die Möglichkeit, da habe ich Klamotten drin und irgendwelche Mützchen und alles Mögliche. Und Handtücher. Hier oben diese, was ist das, wie so eine Art Kistchen, Stoffkistchen, die fand ich auch total niedlich. Auch alles wieder abgestimmt und
Da ist jetzt auch noch, da sind jetzt gerade auch wieder Windeln drin. Und hier ist das Babyfon drin. Ja, das ist jetzt, mal gucken, ob das so bleibt. Aber man braucht ja immer wieder Platz, um Sachen zu verstauen. Deswegen habe ich die dann noch besorgt. Das ist unser Babyzimmer gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zu der Wickelkommode oder, weiß ich nicht, zu dem Regal oder der Babykleiderstange, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Du Sack da hinten im Hintergrund. Diese Lache, ey. Diese Lache von diesem Kameramann. Jemand schickt nach links. Jemand schickt nach links. Ja, da ist jetzt rechts. Also von dir aus rechts, von mir aus links. Okay, und Play. Okay. Läuft. Das war unser Babyzimmer. Ich hoffe... Mann, immer Quatsch. Mach jetzt, sie kann nicht mehr. Mir tut wirklich der Arm weh. Wirklich jetzt? Ja, Mann, guck mal, er wird immer größer. Ich meine, da hätten wir auch ein Stativ nehmen können. Ihr Lieben, das war unser Babyzimmer mit ganz viel Liebe und Spaß eingerichtet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Wickelkommode oder zu der Babykleiderstange, dann schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was fehlt oder was wir anders machen sollen, dann bin ich auch über jeden Tipp von euch dankbar, weil ihr wisst ja, ne, das ist das erste Mal und da macht man bestimmt immer noch Fehler. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Sonntag. Drückt mir die Daumen, dass es bald losgeht oder vielleicht ist es auch schon losgegangen, wer weiß. Vielleicht ist die Kleine ja auch schon da in dem Moment, wo dieses Video online geht. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden und sende euch einen dicken Kuss. Muah.